So. Oh, jetzt bin ich fertig. So, jetzt werdet ihr sehen, was kommt. Ja, es lädt. Also das Spiel ist echt... So viel Ladezeiten habe ich noch nie gesehen. Also nicht beim MMORPG. Oh Gott. So. Nicht erschrecken. Jetzt seid ihr hier irgendwo. Und Backspace-Taste soll ich drücken. Gut. So, das machen wir auch mal. So. Jetzt sind wir im Weltall. Ja, das sieht eher so aus wie hier so eine Einkaufswerbung. Keine Ahnung, was das sein soll. Drücken wir nochmal Tab. Sind wir noch weiter draußen. Und drücken wir nochmal Tab. Sehen wir jetzt das ganze Universum, wie es so aussieht. Drücken wir nochmal Tab. So, okay. Ja, zu viel Tab. So, warte mal, irgendwie war... Back Tab. Gott. Hier, also das Spiel, das ist echt wirklich ein Schrott ist das. Startname. Dann geben wir mal irgendwas ein. Hier, Schrott. Haben wir so genannt. Go to go. Nee, Star not found. Schöne Sache, also... Ja, weiter bin ich auch nicht gekommen in diesem Spiel. Also ich weiß echt nicht, was ich jetzt hier noch machen soll. Deshalb gebe ich jetzt mal meinen Abschlussbericht. Also wer auf Command & Conquer Online mit extrem langsameren Gameplay steht, der kann sich das gerne reinziehen. Aber ihr müsst wissen, ihr müsst gut Englisch können. Also wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr das total vergessen, das Spiel. Ja, gut ist zum Beispiel das Tutorial, was ich nicht ganz verstanden habe, aber mindestens haben die eins. Dann der Sound ist auch nicht so schlecht, gibt's mindestens ein. Und ja, also ich finde, es überlagert sich hier, die 1000 Fächer gibt's hier. Also wenn ich ein Excel-Adventure spielen will, das gibt's bestimmt auch woanders. Und ja, ich gebe dem Spiel eine 4-, weil es ist meine Meinung und ich kann mit dem nichts hier anfangen, mit dem Spiel. Wer es anzocken will, kann es gerne machen. Ich habe rechts den Link gepostet. Dann werden wir heute mal den Buchstaben C aussuchen und hoffen wir mal wirklich, dass jetzt mal was Gutes da ist. Euer Zuhaken.